wie immer, wir werden uns auf uns konzentrieren dann umso mehr und probieren unser Spiel durchzuziehen. Und deswegen sage ich, es ist wichtig, dass die Fans, die hier sind, sich auf das vorbereiten, dass das kein Selbstläufer wird und da werden kann. Wir brauchen diese Unterstützung. Wir spielen zu Hause gegen einen Angeschlagenen, der unbedingt Trendwende braucht und will. Und das ist ein schweres Spiel dann und bekanntlicherweise. Von daher ist wichtig, dass wir zusammen mit unseren Fans wirklich alles geben, dass da Punkte in Regensburg bleiben. Jetzt ist da auch was passiert. Die werden zu 100% unbedingt die Trendwende probieren zu schaffen und wir müssen uns dagegen wenden. Aue hat brutal viel Qualität, hat auch viel Erfahrung da und glaube ich, die können schon mit dieser Situation umgehen. Da sind schon viele, die einiges erlebt haben. Das kann und wahrscheinlich wird es auch eine sehr packende, harte Kämpfe-Partie, die vielleicht bis zum letzten Sekunde offen sein kann.